Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Nioh. Beim letzten Mal haben wir eine Nebenmission abgeschlossen, die habe ich mir ein bisschen vor mich hingeschoben, aber naja, mittlerweile ist sie erledigt. Ich habe offscreen ein paar Sachen geübt und zwar primär die verschiedenen Fähigkeiten, die wir haben mit den Doppelschwertern, dass ich die irgendwie besser einschätzen kann. Ich habe das in dieser Mission hier gemacht. Das ist eigentlich die Mission, wo wir gegen die Gebrüder Darte kämpfen. Und zu meinem Erstaunen war es kein Doppelboss-Fight, sondern die Bosse scheinen hintereinander zu kommen. Was diese Mission wahrscheinlich relativ einfach macht. Aber heute wollen wir nicht diese Mission machen. Wir machen weiter in der Hauptmission. Und zwar der letzte Samurai. Es gibt hier 6 Kodamas zu finden. Die müssen wir alle finden. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass nachher noch mehr kommen wird. William, während Fürst Misamune und die Date-Streitkräfte für die Yokai aufhalten, begibst du dich in die Burg. Leider trennen sich hier unsere Wege. Ich habe erfahren, dass Yugimura und die Überlebenden des Sanada-Clans einen verzweifelten Angriff auf Fürst Leaos Hauptstreitmacht führen. Dies könnte die letzte Schlacht sein, William. Versprich mir, alles heil zu überstehen, damit wir bessere Zeiten wiedersehen können. Damit wir uns in besseren Zeiten wiedersehen können. Okay, das könnte die letzte Schlacht sein. Das heißt, das ist die letzte Hauptmission. Das wäre dann schon ein bisschen schade. Ich meine, wir hatten 2 Hauptmissionen. Eine Hauptmission hatte einen recycelten Bossfight. Der letzte Bossfight war gut. Wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Aber 2 neue Bosses sind da nicht so viel, ne? Oh je, wieder ein Schlachtfeld oder was? Das ist eine ziemlich prekäre Situation. Wie das da weitergeht, werden wir wahrscheinlich später erfahren. Was gibt's Neues? Wir haben Schwert auf plus 8. Da haben wir jetzt Erde drauf anstatt Feuer. Also wir haben nicht mehr das Fudo Kunikuki, sondern Shishio und Honikui. Das heißt, wir werden jetzt hauptsächlich auch mit Erdtalisman arbeiten. Einfach weil deshalb hat keinen speziellen Grund. Bedeutet, da wir aber aktuell nicht mehr mit Feuer arbeiten, sind diese Gebetsperlen vollkommen für den Arsch. Deswegen schauen wir mal, was wir hier Besseres haben. Omnium Magiekraft plus 8, Verteidigungseffekt Magie. Nee. Der hier hat Kodama-Gespür. Verteidigungseffekt Magie B. Wir haben viel Magie. Ich werde den mal nehmen. Ich werde den mal ausrüsten. Was können wir sonst noch? Ich hätte eigentlich schon ganz gerne wieder nochmal Gebetsperlen. Das sind irgendwie so die, wo ich finde, da ist das beste Zeug drauf. Da steht was mit Erdtalisman. Zeitbonus für Omnio-Magie. Erdtalisman A-. Reduzierter Giftschaden. Reduzierter Yokai-Schaden. Warum nicht? Warum nicht? Ne? Warum nicht? Okay, gucken wir uns mal um. Wo sind wir überhaupt? Wasi wa tsutsuraimu.
Dann bring dich schnell in Sicherheit, Katze, wenn es zu viel für dich ist. Wir haben hier zwei Wege zur Auswahl, ne? Einmal hier. Da ist aber außer einem Kodama, glaube ich, nichts. Also wir beschweren uns nicht. Ein Kodama ist sehr viel. Gerade einer müsste uns ein zusätzliches Elixier geben. Was natürlich nice ist. Aber demnach geht es dann quasi hier weiter. Oh, was ist das? Ist das ein Kusarigama-Typ oder? Oh. Habe ich nicht sehr gut gespielt. Wir bräuchten auch mal... Ich muss gucken. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel Mist im Inventar. Nee, es geht eigentlich. Wir bräuchten eigentlich hier mal was Besseres. Das ist besser. Das hat plus 4. Angriff plus 18. No-brainer. Super. Sollten wir vielleicht dann demnächst auch aufwerten. Ich denke... Das könnte durchaus Sinn ergeben. So, dann gucken wir mal, was hier... Oh, das ist einer von denen! Scheiße! Die Typen sind sowas von brutal. Okay, das war gut. Boah. Bei denen weiß man, also ich kenne da immer noch die Patterns nicht. Meine Fresse. Das ist echt gefährlich bei denen, ne? Also für mich. Oh, oh, und das ist ein Schleim. Hier ist jetzt natürlich Erde wahrscheinlich nicht ganz so gut. der Erddebuff übrigens, wenn ich das richtig weiß, der, macht, dass die Gegner mehr Ki-Schaden nehmen. Das ist vor allen Dingen gegen menschliche Gegner wahrscheinlich gut. Jetzt gegen die Blobs wäre wahrscheinlich Feuer wesentlich besser. Aber wir haben uns jetzt für diese Waffe entschieden. Ich habe die andere Waffe eingeschmolzen, um die hier auf plus 8 zu bringen. Es gibt kein Zurück. Vielleicht war das ein Fehler. Aber das werden wir nur herausfinden, wenn wir hier weitergehen. Okay, was zur Hölle ist das hier? Das sieht so aus, als könnte man da rauflaufen, oder? Täuscht das jetzt. Das täuscht. Okay. Dann haben wir hier einen Gegner, der aufsteht. Das ist aber ein relativ schwacher Gegner. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich, ob ich mir hier einen Gefallen getan habe, dieses Schwert hier zu verwenden. Es hat ein bisschen den höheren Basisschaden als das andere. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum ich auf dieses Schwert gewechselt bin. Und ich hatte auch den Eindruck, dass Feuer... Ah, so läuft der Hase. Das Feuer... ...für viele Gegner nicht so gut ist. Shit. What? Ach. Ach so. Ich bin direkt in den... ich bin direkt in den reingedodged. Okay. Das heißt, ihn dürfen wir nochmal machen. Und gib ihm. Wenn man ein bisschen aufpasst, sind die eigentlich nicht so schwierig. Aber nicht, dass mit dem Aufpassen, das ist immer so ein bisschen eine Sache bei mir. Ich passe oftmals nicht so gut auf. Wir haben relativ viel Amrita da drin. Ich denke, ich werde mich mal vollbuffen hier für den, ehrlich gesagt.
und trotzdem auf die Fresse kriegen. Okay, weiterer Buff. What? Okay. Holen wir uns erstmal das hier zurück. Machen ihn weg. Die buffen ihn. Meine Güte, oh, das ist... Das war eine Zangeburt. Ich komme mit denen immer noch nicht richtig klar. Ich habe beide Schutztalismane verballert. Gibt es hier Wände mit Augen? Ja, es gibt hier Wände mit Augen. Ich wusste es nicht. Ich habe einfach irgendwie das Gefühl gehabt, dass dieser Raum prädestiniert dafür wäre. Die halten relativ viel aus. Erde ist gegen sie nicht so gut. Aber das macht nichts. Dann machen wir ihn trotzdem. Gucken, was es hier so zu holen gibt. Oh, das ist ein Schuden Doppel-Uchigatana. Was hat das für ein... Plus 2. Plus 2. Und eine heiße Quelle. Irgendwie bewachen die immer heiße Quellen, habe ich das Gefühl. Und... Mit heißen Quellen kann ich nicht so viel anfangen im Moment. Vielleicht können wir die später gebrauchen. Aber mir wäre jetzt ehrlich gesagt ein Kodama lieber gewesen. Da bin ich ganz offen. Was? Gift-Omamori-Anhänger. Was auch interessant ist, die ganzen Accessoires, die kann man nicht upgraden. Das heißt, da ist man dann, so wie es aussieht, wirklich biegen und brechen darauf ausgeliefert, dass man besseres Zeug findet. Hier stimmt doch was nicht. Können wir nicht erzählen, dass dieser Raum einfach leer ist, oder? Oh, ja. Ich wusste, dass was nicht stimmt. Gut, da muss man jetzt kein Prophet sein. Ah, shit. What? Der hat manchmal auch wieder Angriffe, 1, die ich überhaupt nicht einschätzen kann. 1, 2. Und dann kommt er direkt wieder. 2 Elixiere. Da kann man sich nicht beschweren. Hat er gedroppt? Das kann man noch weiter öffnen hier. Ist hier auch was? Okay. Das hier ist auch fake. Problem ist, jetzt haben wir... ups. Wir haben keinen Schutztalisman mehr. Was ein bisschen problematisch werden könnte, je nachdem, was jetzt hier rauskommt. Das ist einer von denen. Ja, das wird in die Hose gehen. Und zwar sowas von... Boah. Ja. Ohne Schutztalisman, ich weiß nicht, immer noch nicht, wie ich den Angriffen von den Typen ausweichen kann. Problem ist, dass jetzt wieder, ich meine, er lebt wieder. Ihn können wir aber umgehen, indem wir hier über die Brücke gehen. Schleim interessiert uns einen Scheiß. Aber hier, der Kusarigama-Typ, der wird wieder hier sein. Und das ist ein nerviger Bastard. Ja, ich werde wahrscheinlich hier prompt drauf gehen. Ich kann ihm nicht ausweichen. Boah.
Man braucht einfach super. Man kann mit Elixieren ein bisschen durchtanken. Aber es ist richtig schwierig. Das die und die neuen Typen mit vier Armen. Überhaupt keinen Plan, wie ich die bekämpfen soll. Ganz ehrlich nicht. Problem ist, jetzt haben wir erstmal einen von euch. Ich denke, den kriege ich aber hin, irgendwie. Eins, zwei... Was? Die Range, die ihr dann plötzlich habt. Oh, Mist. Eins, zwei... Okay. Da wieder, da, wie er da noch getroffen hat, ne? Heilen wir uns mal. What? Das Tracking! Scheiße. Nimm den Rüstungs-Debuff. Okay, wir stehen mit drei Elixieren jetzt vor diesem Yokai Realm. Haben aber beide Schutztalismane. Was, glaube ich, gar nicht mal so schlecht ist. Okay. Überlegen, wie wir das am besten machen. Wir buffen uns komplett voll. Alles. Die buffen ihn. Okay, und dann heilen wir uns. Und dann machen wir ihn einfach platt. Schlüssel zum Audienzsaal haben wir erhalten. Okay. Wo wird der genau gebraucht? Hier. Tatsächlich. Ich hätte gern einen Schrein. Freunde. Wir gucken uns nochmal außen ein bisschen um. Weil da war ich, glaube ich, nicht so gründlich, gerade auf dieser Seite. Wobei, da ist, glaube ich, nur so eine Truhe. Oh, unten Schleim. Unten Schleim. Okay, wir sollten uns mal heilen. Machen wir den Schleim weg. Der hat zwei Elixiere gedroppt. Das ist nice. Sehr nett von ihm. Okay. Gut, war's das hier draußen? Ne, hier haben wir noch irgendwas übersehen. Ein Stein. Wichtig. Steine. Steine retten Leben. Das ist so. Das haben die früher schon die antiken Griechen herausgefunden. Was ist das? Hier ist auch nur eine normale Wand. Okay. Was machen wir? Bisher auch nur ein Kodama gefunden. Au. Okay, das machen wir. Oh, shit. Da war ich ein bisschen zu langsam. What? Ah, Mist. Ah, das ist genau das, was ich befürchtet habe, was passiert. Die Gegner hier sind schwierig. Sehr schwierig. Aber ich werde jetzt einfach versuchen, durchzurennen. Ich denke, das ist hier... Wenn ich jedes Mal den Kusariyama-Typ hier bekämpfen muss, da werde ich ja... Behindert in der Birne. Okay. Hallo. Der hier dürfte nicht respawnen. Jawohl. Nice. Der kommt mir auch nicht nach. Sehr gut. Wo ist das? Wo ist das? Ach, das liegt auf da bei ihm drauf. Okay. Ma.
Verdammt nochmal, das kann doch nicht sein. Ey, willst du mich verarschen? Mist. Ich verbrauche jetzt nochmal den zweiten Schutz. Das kann doch nie sein, meine Fresse. Warum habe ich mit dem so Probleme gehabt? Okay, hier müssen wir echt ein bisschen aufpassen, dass es ziemlich voll gewuchert. Habe jetzt beide meine... Großer Seelenstein, okay. Ich habe beide meine Schutz-Talismane verbraucht. Wir könnten da runterspringen. Ich würde aber trotzdem eigentlich ganz gerne erstmal einen Schrein finden. Ich habe nicht das Gefühl, dass Schreine auf Bäumen wachsen. Ach du Scheiße. Wir haben 3 Millionen Amrita. Na gut, ich meine, wenn ich sterbe, kann ich eine Kerze verwenden, um das Amrita zurückzuholen. Ich denke, bevor wir uns da unten jetzt mit dem anlegen, sollten wir vielleicht erstmal das hier zu Ende absuchen. Weil da müssen wir zumindest den Typ nicht nochmal besiegen. Hier sind auch keine Kodamas. So wenig, bisher nur ein Kodama gefunden. Wo sind die alle? Boah. Heftig, die Gegner hier. Heftig. Da hinten ist ein Schrein. Wie kommen wir da durch? Run for your life. Run. For your life. Oh, ah, shit, da ist noch ein Fuchs um die Ecke. Mit einem Fuchs sollte ich aber hoffentlich fertig werden. Done. Nice. Resten. Level up. Ah. Gut. 3,1 Millionen brauchen wir mittlerweile schon. Okay. Machen wir weiter. Fähigkeit. Ich habe auch, wenn ich mich offscreen ein bisschen geübt habe, ich habe irgendwie relativ viel Amrita erhalten. Da in dieser Mission und habe dann, glaube ich, ein oder zwei Level gemacht. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Einfach, ne, dass sie. Es war eigentlich nicht meine Intention, irgendwas zu farmen. Aber. Ich möchte nochmal da nach unten gehen, weil da ist auch. Oh, shit. Problem ist, die zu bekämpfen macht nicht viel Sinn, weil sie sowieso wieder respawnen. Also was soll's. Einfach rennen. Dieser elende Dreckspisskopf da, ne? Ich glaube, ich lasse den auch mal sein. Ich will eigentlich ihn besiegen, um an den Loot ranzukommen. Das heißt, wir buffen uns voll. Werden ihn debuffen. Und dann werden wir ihn fertig machen. Das ging doch. Manchmal geht es super und manchmal leisten sie Widerstand bis zum bitteren Ende. Doppeltouchy. Wir gucken uns das mal kurz an. Bei Shooten plus 3 ist. Wen interessiert schon plus 3? Das ist ja nix. Kein Kodama hier. Wir haben wieder hoch zum Schrein zu kommen, müssen wir jetzt wieder am Kollegen da vorbei. Die Frage ist, lohnt es sich, den da zu bekämpfen? Ich könnte mir vorstellen, ja, wir werden ihn bekämpfen. Erstmal heilen. Es ist unglaublich, wie ich mit diesen Typen Probleme habe.
Das ist eigentlich alles, was man tun muss, ist an sie ranzukommen und dann ein paar Mal zuzuhauen und dann ist ihr Key weg. Ich weiß nicht, warum ich da manchmal, ein Drama draus mache. Ich glaube, die mit zwei Beilen sind ein bisschen einfacher als die, oh shit. Na, ich habe meine Fresse zu weit aufgerissen. Sind ein bisschen einfacher als, die mit dem einen dicken Messer. Grab Attack kann man immer punishen. Das ist der Vorteil. So, hast du hier irgendwas bewacht? Man kann hier hoch. Das ist schon mal interessant. Ja, eine Kiste hast du bewacht. Nice. Wisst ihr was? Ich werde kurz hier den Fächer anlegen. Mit dem Kodama-Gespür. Ich will hier nochmal kurz durchrennen. Einfach um zur Sicherheit. Ich habe keine Lust, dann später nochmal extrem viel Backtracking machen zu müssen. Und will einfach nur wissen, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Das scheint hier nicht der Fall zu sein. Nee. Ist alles okay. Kein weiterer Kodama. Spannend. Aber gut. Weil, ja. Das mit dem Backtracking, das wird sonst sehr, sehr aufwendig und mühsam werden. Also, mit aufwendig meine ich zeitaufwendig. Wenn hier wirklich alles wieder respawned wird. Dann gehen wir hier unten nochmal kurz durch. Ich glaube zwar nicht, dass ich hier was übersehen habe. Da sind ein paar Gegner, die sind, glaube ich, aber im Haus drin. Hier ist nichts. Okay. Gut, dann haben wir hier alles. Perfekt. Das heißt, wir können den Fächer wieder ausziehen. Und stattdessen diese Gebetsperlen, glaube ich, ausrüsten. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das war okay. Wir haben hier alles geholt, was es zu holen gibt. Progress würde ich das nennen. Und mein Lieben, ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir einen Break. Aber beim nächsten Mal geht es dann hier weiter. Dann versuchen wir da die Typen da mal zu clearen. Vielleicht kommen wir dann an den Revenant dran. Das wäre ziemlich cool. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.